Herzlich willkommen beim neuen Video von SUBTV. Wir sind jetzt ja schon mehrere Jahre beim Stand-Up-Paddling dabei, haben schon richtig viel Material in der Hand gehabt, sowohl Stand-Up-Paddleboards als auch Pumpen, haben richtig viel Erfahrung gesammelt und diese Erfahrung möchten wir jetzt an euch weitergeben. Trotz unserer Erfahrung wollen wir natürlich auch die ganzen Sub-Einsteiger und Anfänger in unseren Videos noch mitnehmen. Das heißt, heute soll es wirklich intensiv mal um das Aufpumpen von Stand-Up-Paddleboards gehen. Das heißt, worauf muss ich bei der Pumpe achten? Was für Einstellmöglichkeiten hat so eine Sub-Pumpe überhaupt? Und was muss ich beachten, wenn ich dann den Pumpschlauch am Stand-Up-Paddleboard anschließe? Da gibt es ja unterschiedliche Ventilstellungen. Und das wollen wir einmal schön komprimiert in diesem Video für euch zusammenfassen. Das heißt, es gibt jetzt Tipps und Tricks zum Aufpumpen des Stand-Up-Paddleboards. Die ersten Schritte sind ja eigentlich selbsterklärend und brauchen nicht näher erläutert werden. Die aufblasbaren Stand-Up-Paddleboards werden ja meistens in so Rucksäcken aufbewahrt und auch transportiert. Das heißt, das Board muss natürlich vorher ausgerollt werden, ausgepackt werden und erst dann kann man mit dem Aufpumpen starten. Das heißt, ich mache das Board jetzt soweit einmal startklar und dann erkläre ich ein bisschen genauer die Pumpe. Beim Ausrollen des Boards solltet ihr natürlich darauf achten, dass nirgends spitze Steine liegen, der Untergrund möglichst sauber und eben ist, damit ihr das Board einfacher und schneller aufpumpen könnt und der PVC-Lage keinen Schaden nimmt. Wenn das Board dann ausgerollt ist, nehmt ihr die Pumpe zur Hand. Bei der Pumpe gibt es unterschiedliche Modelle. Das hier ist jetzt die Easy Doppelhubpumpe. Das klassische Modell ist wohl mittlerweile die Standard Doppelhubpumpe. Also es gibt unterschiedliche Modellvarianten mit unterschiedlich breiten Zylindern, unterschiedlichen Höhen. Es gibt auch sehr hochwertige Varianten, die haben dann zwei Zylinder, sogenannte Triple Action Pumpen. Die sind meistens etwas hochpreisiger. Dafür ist das Aufpumpen noch etwas einfacher, weil man drei Stufen einstellen kann. Es gibt sehr kleine Pumpen, die man super in Rucksäcken verstauen kann für die Reise und es gibt natürlich auch elektrische Sub-Pumpen. Wenn ihr einen Vergleich der ganzen unterschiedlichen Sub-Pumpen noch mal sehen wollt, dann haben wir euch unten in der Videobeschreibung und oben auf dem i noch einmal ein Video von uns verlinkt, weil da haben wir alle verschiedenen Pumpen schon mal miteinander verglichen. Jetzt erkläre ich noch mal ganz kurz den Aufbau der klassischen Sub-Pumpe, der Handpumpe. Die Pumpe besteht im Grunde immer aus einem Zylinder. Hier oben den Handgriffen. In der Regel ist hier oben auch das Manometer, wo man dann den Druck ablesen kann, also der Druck, der schon auf dem Board aufgepumpt ist. Und dann hat man bei vielen Pumpen die Möglichkeit, wenn es denn Doppelhubpumpen ist, über einen Stift, einen Hebel oder einen kleinen Schalter von Single- auf Doppelhubfunktion umzuschalten. Das bedeutet im Grunde einfach nur, dass die Pumpe einmal beim nur runterdrücken Luft in das Board pumpt. Das ist dann der Single-Hub-Modus, hier jetzt mit einer 1 gekennzeichnet. Und dann gibt es den Doppel-Hub-Modus. Das benutzt man meistens dann, um die erste Luft in das Board hineinzupumpen. Da wird dann beim Hochziehen und Runterdrücken Luft in das Board hineingepumpt. Das wird dann gerade benutzt so für die erste Luft, um dann erstmal einen Druck im Board aufzubauen. Wenn es dann anstrengend wird, schaltet man dann auf die Single-Hub-Funktion um. Die Pumpen gibt es mit unterschiedlichen dicken Zylindern. Das hier ist jetzt zum Beispiel so eine einfache Doppelhubpumpe, die schafft 2 × 1,8 Liter im Doppelhubmodus und dann entsprechend 1 × 1,8 Liter im Singlehubmodus. Die hochwertigen Triple Action Pumpen schaffen dann 3,5 Liter pro Pumpstoß, also insgesamt bis zu 7 Liter im Doppelhubmodus und man kann sich vorstellen, dass es damit dann etwas schneller geht. Die Sub-Pumpen haben meistens nur die Funktion, die Luft in das Board hineinzupumpen. Eine Inflate-Funktion heißt das, ist dann meistens auch mit einem Inf gekennzeichnet. Es gibt aber auch Pumpvarianten, die haben dann zwei Anschlüsse, einmal Deflate und Inflate. Und mit der Deflate-Funktion kann man dann die Luft wieder aus dem Board rauspumpen nach dem Paddeln. Und das ermöglicht dann ein noch kompakteres und einfaches Verstauen. Wenn man diese Deflate-Funktion nicht hat, muss man die Luft dann aus dem Board rausdrücken, was aber natürlich auch problemlos funktioniert. Hier oben an der Pumpe, hier haben wir jetzt nämlich eine Pumpe mit nur einer Inflate-Funktion, wird dann logischerweise der Pumpschlauch angeschlossen. Am Ende des Pumpschlauchs haben wir einen Bajonettverschluss. Der ist auch standardisiert bei den meisten Stand-Up-Paddleboards. Bei diesem Bajonettverschluss haben wir noch einen Gummiring. Hier kann es sein, dass der etwas variabel ist, mal dünner, mal dicker, je nachdem welches Subventil beim Stand-Up-Paddleboard angebracht ist und dabei ist. Es gibt aber auch manchmal bei einigen Stand-Up-Paddleboards im Set dann verschiedene Ringe beiliegen, sodass man den dann austauschen kann, wenn der Pumpschlauch nicht vernünftig hält. Also das liegt dann in der Regel an dem Gummiring, der hier um den Bajonettverschluss angebracht ist.
Nach der Pumpe kommen wir jetzt zum Ventil. Ich erkläre das Ventil erstmal kurz, weil das Ventil ist eigentlich bei allen aufblasbaren Stand-Up-Pedalboards identisch. Es kann mal mehr, mal weniger gut verarbeitet sein, aber es ist grundsätzlich immer die gleiche Ventilgröße. Das heißt, auch die Pumpen kann man zwischen den einzelnen Stand-Up-Pedalboards wechseln, wenn man dann auf die Dicke des Dichtungsrings beim Pumpschlauch achtet. Das Ventil ist immer so aufgebaut, dass es eine Ventilkappe hat, die man logischerweise erstmal abmachen muss, bevor das Board aufgepumpt werden kann. Und dann sehen wir in der Mitte so einen kleinen Stift, der immer an einer Feder befestigt ist. Da ist es ganz wichtig, dass vor dem Aufpumpen auf die richtige Ventilstellung geachtet wird. Das heißt, probiert bei eurem Stand-Up-Pedalboard das direkt einfach mal aus, bevor ihr das Board aufgepumpt habt. Wie funktioniert das bei eurem Subventil? Im Grunde gibt es da nur zwei Positionen. Geöffnet und geschlossen. Da wir hier ein Rückschlagventil haben, muss das Ventil vor dem Anschließen des Pumpschlauchs geschlossen sein. Dieser Stift in der Mitte ist relativ einfach erklärt. Der ist immer an einer kleinen Feder angebracht und da könnt ihr einfach mal drauf rumdrücken. Und in diesem Fall ist es jetzt ein Kugelschreibermechanismus. Das heißt, das könnt ihr euch vorstellen, wie das Rückteil bei einem Kugelschreiber. Durch Drücken wird das Ventil geöffnet und wenn ihr nochmal drückt, dann wird es geschlossen. Das Ganze gibt es auch noch in einer zweiten Variante, wo ihr drücken und drehen müsst. Ist im Grunde das gleiche Prinzip, nur dass ihr noch so eine Vierteldrehbewegung beim Ventil mit ergänzt habt. Aber im Großen und Ganzen ist es immer das gleiche. Drücken, drehen und wenn das Ventil oder wenn der Ventilstift nach oben zeigt, ist das Ventil immer geschlossen. Und erst dann dürft ihr mit dem Aufpumpen beginnen, weil sonst kann es passieren, dass wenn ihr das Board bis zum maximalen Druck aufgepumpt habt, vielleicht gerade so die 15 PSI mühsam draufgepumpt habt, ihr den Pumpschlauch abzieht, dass die ganze Luft wieder aus dem Stand-Up-Pedalboard entweicht. Und das kann schon ziemlich frustrierend sein, wenn man dann vielleicht wieder 5-6 PSI nochmal nachpumpen muss. Und ja, das macht tatsächlich einfach gar keinen Spaß, sodass ich nur empfehlen kann, achtet auf die Ventilstellung vorm Aufpumpen und dann macht das Aufpumpen auch viel mehr Spaß und ist tatsächlich am Ende auch weniger frustrierend. Der Pumpschlauch wird eigentlich auch immer mit so einer Viertelumdrehung angeschlossen. Das ist nämlich so ein Bajonettverschluss, der rastet dann auch ein. Wenn man ihn so rumdreht, dann hält er auch gut am Ventil. Und wir bekommen immer wieder die Frage, wie viel Luft muss denn jetzt wirklich auf mein Stand-Up-Pedalboard aufgepumpt werden? Ich habe vielleicht die Bedienungsanleitung verloren, weiß nicht mehr, wie viel Druck drauf muss. Da lohnt es sich einfach mal einen Blick auf den Ventilring zu werfen, denn hier der Ventilring, der hat immer eine Beschriftung und auf dieser Beschriftung steht tatsächlich auch immer der maximal empfohlene Druck, der auf das jeweilige Stand-Up-Pedalboard aufgepumpt werden darf bzw. muss. In diesem Fall sind das jetzt 15 PSI, also ungefähr 1 Bar und daran sollte man sich tatsächlich auch halten, also nie mehr als den maximal empfohlenen Druck auf das Stand-Up-Pedalboard aufpumpen. Jetzt werben natürlich einige Hersteller damit, dass ihr Board auch schon bei 8-9 PSI eine richtig gute Steifheit hat, richtig robust schon auf dem Wasser liegt. Doch da können wir aus Erfahrung sagen, tatsächlich bietet das fast jedes Stand-Up-Pedalboard. Das heißt, egal welches aufblasbare Stand-Up-Pedalboard ihr aufpumpt, sobald es auch nur ein bisschen eine hochwertige Verarbeitung hat, ist es eigentlich bei 8-9 PSI schon richtig schön steif und stabil und fühlt sich tatsächlich gerade an Land dann auch so an. Trotzdem können wir nur dazu raten, gerade wenn man etwas schwerer ist, wirklich die beste Performance aus dem Board rauszuholen, immer den maximal empfohlenen Druck auch auf das Stand-Up-Pedalboard aufzupumpen. Am Anfang startet man natürlich erstmal im Doppelhubmodus. Bei den meisten Subpumpen liegt glücklicherweise auch eine Doppelhubpumpe bei, wo man dann diese zwei Stufen hat. Das heißt, man stellt den Hebel, den Stift auf Doppelhubfunktion und pumpt dann erstmal die erste Luft in das Stand-Up-Pedalboard. Beim Aufpumpen kann ich empfehlen, gerade wenn es dann später anstrengend wird, sein ganzes Körpergewicht auf die Pumpe zu lehnen. Weil dann schafft man es auch, wenn man nicht ganz so kräftig und so stark ist, die Pumpe oder das Board noch gut mit Luft zu befüllen und dann auch bis zum maximalen Druck aufzupumpen. Wenn dann die erste Luft ins Board reingepumpt wurde und das Board auch augenscheinlich schon gut mit Luft gefüllt ist und sich richtig steif anfühlt, dann lohnt sich ein Blick aufs Manometer und man wird vielleicht feststellen,
Irgendwie wird beim Manometer noch kein Druck angezeigt. Und das liegt einfach daran, dass, obwohl vielleicht das Board schon so erstmal in der Grundform mit Luft befüllt wurde, einfach noch kein Druck vorhanden ist. Das heißt, das Manometer kann am Anfang nichts anzeigen. Das heißt, da hilft tatsächlich einfach nur weiterpumpen. Und wenn es dann später anstrengend wird, also sobald das Manometer dann so ca. 8 PSI, 5 bis 8 PSI anzeigt, dann kann man auch über den Hebel auf die Single-Hoop-Funktion umschalten. Und dann fällt das Aufpumpen auch noch deutlich leichter, weil dann ja nur noch beim Runterdrücken Luft in das Board gepumpt wird. Und da hilft es dann auch tatsächlich, wenn man nicht so groß und stark ist, wirklich das gesamte Körpergewicht mit durchgestreckten Armen auf den Pumpkolben zu bringen. Und so schafft man es dann auch als nicht ganz so kräftige Person, das Board immer bis zum maximalen Druck mit Luft zu befüllen. Wenn ihr dann den maximalen Druck auf dem Board aufgepumpt habt, dann müsst ihr natürlich den Schlauch wieder abziehen, die Ventilkappe schließen. Und im Optimalfall, wenn ihr jetzt auf die richtige Ventilstellung geachtet habt, dann dürft ihr jetzt auch keine Luft aus eurem Stand-Up-Paddleboard entweichen und ihr könnt ganz entspannt die Ventilkappe auf das Board aufsetzen. Ja, und auch wir wissen, das Aufpumpen kann anstrengend und lästig sein, aber man muss es irgendwie auch immer positiv sehen, so dass wir jetzt über Jahre, obwohl wir auch elektrische Pumpen hier im Test haben, eigentlich immer bei der Handpumpe geblieben sind. Wir sehen es eigentlich immer positiv als Warm-up, als Motivation, dass wir danach aufs Stand-Up-Paddleboard können, schon warm sind. Also wir sehen es immer ein bisschen als Workout, das Aufpumpen, und nehmen es dadurch auch etwas leichter. Und so fällt es einem dann auch leichter, das Board immer mit der Handpumpe aufzupumpen. Elektrische Pumpen haben natürlich den riesigen Nachteil, dass sie unglaublich laut sind, die meisten zumindest, dass die meisten an den Zigarettenanzünder vom Auto angeschlossen werden und das Auto blöderweise dabei auch noch laufen muss, weil das sonst sehr auf die Batterie vom Auto geht. Also wir können eigentlich nur dazu raten und empfehlen, kauft euch eine richtig gute Handpumpe. Vielleicht ist bei eurem Stand-Up-Paddleboard ja auch eine gute Doppelhubpumpe mit dabei und dann seid ihr auf jeden Fall bestens bedient und das Aufpumpen macht deutlich mehr Spaß als mit einer billigen Single-Hub-Pumpe. Also pumpt das Board mit der Hand auf, ihr tut was für die Umwelt, tut was für euch und wer das mit ein bisschen positiver Energie macht, der schafft das Board auch ganz einfach aufzupumpen. Das war jetzt unser Video zum Aufpumpen von aufblasbaren Stand-Up-Paddleboards. Solltet ihr zu den Pumpen oder auch zum Ventil, zum Aufpumpen generell noch irgendwelche Fragen haben, schreibt diese wie immer gerne als Kommentar unter das Video. Wir haben euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal einen schriftlichen Beitrag aus unserem Blog verlinkt, wo das Ganze nochmal im Detail erklärt wird und damit sollte es dann eigentlich kein Problem mehr sein, das Board einfach und schnell mit Luft zu befüllen. Wenn euch das Video ansonsten gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oder Feedback in den Kommentaren da und dann sehen wir uns beim nächsten Video von SubTV.